Hi und herzlich willkommen wieder auf der Ramtruck Range. Heute ist ein guter Tag für alle Leute, die Ramboxen haben, denn der Zubehörmarkt hat endlich reagiert. Wir haben einen Bügel für Autos mit Ramboxen, so dass wir jetzt endlich rundum kennleuchten. Lightbars vorne, hinten, oben, unten. Endlich auf einen Bügel für Ramboxen montieren können. Und so sieht das schöne Schmuckstück aus. Ist vom gleichen Hersteller, wo wir unser, dieses Modular Rack heißt das Ding, dieses mit den Ecken herbekommen. Und die Jungs haben jetzt auch hier für die Rambox-Autos was Passendes gezaubert. Die kann man noch komplett öffnen zwischen den zwei Haltefüßen. Und auch in der Höhe ist hier noch so eine Quertraverse drin. Da passt das Ding genau zwischen. Wir haben es jetzt hier nur aufgestellt, aber es macht so schon einen sehr stabilen Eindruck. Und wenn man von hinten sieht, finde ich auch schön gelöst. Einmal Thema dritte Bremsleuchte mit dem Kamerasystem ist gut frei. Und dann mit diesen Abstützungen rechts, links kommt da richtig Stabilität in das Ding rein. Und sieht dementsprechend halt auch ein bisschen massiv aus, passt zum Auto. Lampenbestückung wie hier an dem Beispiel, ne, mit den zwei vorne, zwei hinten. Oder halt, wie eben schon erwähnt, die ganzen Laternen, die wir sonst immer dran machen. Dann kann man hier auch noch drüber nachdenken, vielleicht noch ein Querträgersystem drauf zu machen, um noch mal ein bisschen Transportmöglichkeiten mit einer Plattform. Hier ist oben so ein Tinu-Schienensystem. Ne, da lässt sich ja alles Mögliche jetzt auch noch zwischen rechts und links spannen. Ja, das Ding sieht schick aus. Und jetzt können wir allen Jungs, die Rambox-Autos haben und schon ewig auf sowas warten, können wir endlich was liefern. Die Dinger haben wir da. Das heißt, da könnt ihr möglichst schnell eigentlich die Lösung hier einkaufen. Jetzt haben wir aber auch noch neue Racks bekommen und das ist auch ein schönes Thema, das schauen wir uns auch direkt mal eben an. So, hier ist schon der erste Kandidat. Unser DTX-Rack ist ein sehr sportliches Rack, weil es ein bisschen flacher aufbaut, ist nicht über der Fahrzeugkabine. Was super ist, wenn man jetzt hier ein Dachzelt drauf macht, dann baut die ganze Chose nicht so hoch auf. Und wir haben nicht so viel Windangriffsfläche von irgendwelchen Aufbauten, das ist gut. Wenn wir mal von hinten schauen, die dritte Bremsleuchte ist mit integriert. Es ist extra eine Vorrichtung da, dass wir die Kamera, wenn das Fahrzeug über die Kamera in der dritten Bremsleuchte verfügt, können wir die hier oben mit reinsitzen. Da haben die echt gut drüber nachgedacht. Und was in Zukunft auch kommen wird für dieses Teil, ist ein Hardtop. Dann hat man ein Hardtop und ein Rack in einem System. Das heißt, wir können dann eine Heckklappe aufsetzen, ein Dach aufsetzen, Seitenbeplanken aufsetzen und dann schließt man das Ding komplett. Je nachdem, für welchen Einsatzzweck. Im Winter fahre ich Hardtop, im Sommer fahre ich Rack. Was auch immer, da kann man dann ganz variabel entscheiden. Cool finde ich immer, wenn man es so offen fährt, mit diesem Decksystem in Kombination, weil dann habe ich wirklich meine Sachen, die auf jeden Fall nicht nass werden oder gestohlen werden dürfen, hier in den Schubladen drin. Da geht auch eine Menge Zeug rein hier in die zwei Dinger. Und dann kann ich hier oben drauf den ganzen anderen Krempel packen, der der Witterung ruhig ausgesetzt werden kann. Oder halt dementsprechend gut verpackt. Ne? Hier haben wir so ein bisschen, irgendwo ist die Höhe begrenzt. Ne? Weil entweder es neigt übers Dach oder es ist halt mehr Höhe unten drunter. Und da kommen wir auch schon zu Rack-Kandidaten Nummer 2. Auch aus dem Hause, wo das Modular Rack herkommt. Da gibt es nicht nur den normalen Lampenbügel, den Lampenbügel für Rambox-Autos. Nein, da gibt es auch noch das passende Rack zum System. Ja, baut wieder wie die anderen Sachen sehr massiv, hat eine deutlich mehr Höhe, das heißt, ich habe hier unten drunter mehr Platz, bin allerdings auch in der Gesamthöhe dementsprechend höher und was ich hier oben drauf packe, hängt schon im Fahrtwind drauf, aber ist halt immer Einsatzzweck fraglich, was man da am meisten benutzt. Ne? So ein Ding kann man auch richtig schön mit Lampen ausrüsten, da können ein paar Spaten an die Seite, da können Sandbleche an die Seiten. Das lässt sich natürlich noch richtig schön zu Ende spielen, so ein Ding. Ne? Das mal so ein kleiner Überblick zum Thema Racks und aktuelle Produkte bei uns. Und ich glaube, ich habe nichts vergessen. Also, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kurzen Video. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.